Herzlich willkommen bei Reinigen wie ein Profi. In diesem Video will ich euch zeigen, wie man eine Einscheibenmaschine bedient. Doch zunächst erstmal den Aufbau, ein bisschen Theorie und dann kommt das Praktische. Der Aufbau einer Einscheibenmaschine von unten nach oben. Hier seht ihr das Stoßgummi. Es dämpft den Aufprall gegen zum Beispiel Wände, Türen, Schränke und so weiter. Das heißt aber nicht, dass das Gummi verhindert, dass diese nicht kaputt gehen können. Denn die Maschine an sich wiegt auch schon einiges. Also, das Stoßgummi. Hier ist das Gehäuse. Das sind die Transportrollen. Hier befindet sich der Motor, Kondensatorengehäuse. Und hier geht's los mit der Führungsstange, manche sagen auch Deichsel dazu. Die Verstellhebel für die Führungsstange, der Führungsgriff und die Ein- und Ausschalttasten. Das ist der Hebel für die Wasserzufuhr. Man kann hier einen Tank anbringen und den quasi hier anschließen. Das ist der Verstellhebel für die Führungsstange. Ich zeige euch das mal. Also man drückt hier drauf und man kann die Deichsel bzw. die Führungsstange verstellen. Das sind die Sicherheitshebel. Quasi man drückt die nach innen und dann kann man erst die Maschine starten. Der ist hier schon abgebrochen. Das Kabel und der Netzstecker. So, soweit die Theorie. Ich denke mal, ich habe jetzt alles aufgezählt. Ah ja. Übrigens hier an der Seite, das ist jetzt bei der Sommermaschine so, sieht man ein paar Daten und Kennzahlen, wie zum Beispiel das Gewicht. Da steht hier, Moment, ich gucke das mal selber erstmal nach, 37 Kilo ohne Treibteller. So, jetzt lege ich mal die Maschine hin. Und hier wird der Treibteller angebracht. Dazu komme ich auch gleich. Die Einscheibenmaschine ist eigentlich aus der Gebäudereinigung gar nicht wegzudenken. Denn der Gerät arbeitet schweißfrei. Nein, Scherz. Man hat sehr viele Einsatzzwecke. Zum Beispiel Grundreinigung, zum Beispiel Polieren, zum Beispiel Cleanern, zum Beispiel Shampoonieren. Mit der Bürste Flächen bearbeiten, mit dem Pad Flächen bearbeiten und so weiter. Gibt sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Deswegen ist das Gerät aus der Gebäudereinigung eigentlich nicht wegzudenken. Es gibt natürlich drei verschiedene Ausführungen. Zum Beispiel ein Normalläufer, dann kommt die etwas schnellere Maschine, die Highspeed-Maschine und dann ja Ultra-Highspeed, manche sagen auch Super-Highspeed. Der Normalläufer. Der hat eine Umdrehungszahl in der Minute 150 bis 220 Umdrehungen in der Minute. Dann kommt die Highspeed-Maschine. Frag mich nicht, warum die erst ab 300 bis 750 losgeht. Aber so ist es nun mal. Und dann kommt die Super- bzw. Ultra-Highspeed. Die geht dann ab 750 Umdrehungen bis 2500 Umdrehungen die Minute los. Der Normalläufer ist die gängigste Maschine in der Gebäudereinigung. Kann man eigentlich alles machen. Nur dauert es halt zum Beispiel jetzt beim Polieren etwas länger, aber man kann damit grundreinigen, man kann damit polieren, man kann damit shampoonieren, nass scheuern, man kann damit schleifen, man kann zum Beispiel Steinböden damit schleifen, je nach Körnung des Bets, man kann damit Steine kristallisieren und so weiter. Wie gesagt, es hat sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Bei der Highspeed-Maschine kann man schon nicht mehr grundreinigen, also die 300 bis 750 Umdrehungen die Minute, aber man kann damit zum Beispiel cleanern und polieren, also cleanern auch trockene Pflegefilmsanierung. Und dann kommt die Super Highspeed-Maschine, die ist dann ausschließlich für das Polieren geeignet. Es gibt auch viele verschiedene Treibteller, zum Beispiel ein Bürsteller. Da sind jetzt zum Beispiel harte Bürsten. Es gibt auch einen Bürsteller mit Hochtiefbürsten. Der ist halt dazu gedacht, dass man quasi, wenn man jetzt zum Beispiel Fliesen bearbeitet, dass die höher gestellten Borsten in die Fugen reinkommen.
Und die höher gestellten Borsten, die sind meistens so außerhalb, die sind dann ein bisschen höher und die inneren Borsten sind ein bisschen tiefer. Dann der normale Teigteller, der sieht dann so aus. Hier sind kleine Zacken angebracht, damit das Bett hält. Und ja, wiegen tut er auch so 2-3 Kilo. Das heißt, wenn man die Maschine komplett zusammen hat, dann wird die ungefähr 40 Kilo wiegen. Dann kommen noch die Pads dazu. Es gibt verschiedene Farben: weiß, beige, gelb, rot, schwarz, ja, dunkelbraun eher selten, grün, blau auch eher selten. Also die gängigsten sind halt weiß, dann rot, dann grün und schwarz. Die sehen zum Beispiel so aus. Das ist ein schwarzes Bett, wird des Öfteren bei einer Grundreinigung verwendet. Bei PVC ja, beim Linoleum davon abzuraten. Und das ist auch ein rotes Bett. Das kann man zum Polieren benutzen und zum Cleanern. Es enthält aber auch sehr feine Schleifkörper. Hat ja einen sehr geringen Abrieb. Weiße Pads sind nur zum Polieren gedacht. So, wie bringt man jetzt den Treibteller an die Maschine? Bevor ihr sowas macht, erstmal müsst ihr die Funktionsprüfung durchführen. Die geht folgendermaßen: quasi erstmal die Deichsel begutachten, dass nichts wackelt, alles schön fest sitzt. Dann kommt das Kabel ins Spiel. Das Kabel müsst ihr auf Beschädigungen überprüfen. Ihr haltet es zum Beispiel mit einer Hand fest. Also ihr guckt euch erstmal den Netzstecker an, ob da noch was kaputt ist oder lose ist. Und dann haltet ihr das Kabel mit der einen Hand fest und fahrt mit der anderen über das komplette Kabel. Und dann merkt ihr schon, wenn zum Beispiel Risse oder Porosität irgendwo entstanden ist. Und dann sollte man es eigentlich nicht mehr benutzen, diese Maschine. Also einfach das komplette Kabel mit der Hand entlang fahren. Und dann wisst ihr, ob noch alles in Ordnung ist. So. Das Kabel ist in Ordnung. Das Gummi ist auch fast tadellos. Eine Funktionsprüfung fehlt noch, aber vorher erstmal in den Strom rein. So. Wichtig ist natürlich, es darf kein Treibteller unter der Maschine sich befinden. Die Führungsstange stellt ihr erstmal auf Hüfthöhe ein. Das heißt ungefähr hier Hüfthöhe, die Arme sind leicht gebeugt, Rücken gerade. Die Sicherheitshebel nach innen drücken und anmachen. Dann hört ihr, ob sie rotiert, ob das alles sich gut anhört. Wenn dem so ist, ausmachen, loslassen. Strom wieder ziehen. Das war die Funktionsprüfung. Die Deichsel wieder aufrichten, beziehungsweise Führungsstange. Fuß nach vorne, dass er nicht nach hinten fährt, und die Maschine hinlegen. Dann nehmt ihr den Treibteller. Der sieht dann folgendermaßen aus. Also hier seht ihr die Haken, die sind leicht hervorgehoben. Ihr setzt den Treibteller leicht mittig an. Es kann auch sein, dass er nicht sofort einhakt. Das ist kein Problem. Ihr habt Zeit. Wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die Maschine natürlich nicht nach hinten rollt. Und dann ist der Treibteller eigentlich auch schon drin. Dann nehmt ihr das Pad. Positioniert es mittig. Ungefähr so. Haltet die Hand hier vor das Pad. Natürlich aufpassen und richtet die Maschine langsam auf und nehmt die Hand weg. So steht die Maschine schon auf dem Pad. Zum Thema Kabelführung: das Kabel sollte immer hinter einem sein, nicht vor einem. Es ist besser, nicht drüber zu fahren. Früher hat man gesagt, beziehungsweise früher in der Ausbildung, hat man sich das Kabel um die Schulter gelegt, dann hat man es sich hier hingelegt auf die Führungsstange, beziehungsweise auf den Führungsgriff. Und irgendwann hat man gesagt, dass man das Kabel nur in der Hand hält und quasi loslässt, sobald man es etwas länger braucht. Es gab natürlich auch Fälle, so habe ich es von meinem Ausbilder gehört,
dass die Leute, die sich zum Beispiel jetzt das Kabel um die Schulter gelegt haben und die Maschine denen abgedüst ist, sich dabei, es kam jetzt zum kein Todesfall, aber stranguliert haben. So, wie fährt man diese Maschine? Die Führungsstange, wie gesagt, erst einmal auf Hüfthöhe einstellen. Das sieht ungefähr so aus, dass die Arme auch locker entspannt ist und der Rücken gerade. Höher ist schlechter zu bedienen, tiefer, dann hat man halt einen krummen Rücken. Das, was das erste Mal passiert, ist natürlich, wenn man die Maschine startet, dass diese Maschine abhaut. Deswegen war das bei uns so in der Ausbildung üblich, dass sich zum Beispiel jetzt der Ausbilder und jemand anderes aus dem dritten Layer sich vor die Maschine gestellt haben und quasi den Fuß so angehoben haben, dass die Maschine nicht abhaut. Ungefähr in diesem Abstand. Es ist nichts Verwerfliches dran, wenn die Maschine euch abhaut. Nur muss man halt dafür sorgen, dass, wenn sie abhaut, nichts dabei kaputt gemacht wird. Und wenn man nicht mehr weiß, was man machen soll, nicht in Panik geraten, einfach alle Griffe loslassen, dann bleibt es natürlich stehen. Nee, natürlich nicht den Führungsgriff, weil dann macht die ein paar 360-Grad-Drehungen. So, das Bedienen der Maschine bzw. das Fahren. Drückt man die Führungsstange nach unten, fährt sie nach links. Hebt man die Führungsstange leicht, fährt diese nach rechts. Man sollte die Einscheibenmaschine immer mit zwei Händen bedienen. Natürlich gibt es auch Angeber, die den hier machen, quasi eine Hand ja, in der Hosentasche oder einfach nur hängt. Und dann wird die Maschine quasi gestartet und dann stehen die einfach nur so und machen wenige. Sollte man nicht machen, sicherheitstechnisch ist das sehr bedenklich. Immer zwei Hände an der Maschine. Der Trick ist, einfach nur zu reagieren, wie die Maschine fährt, sobald man sie startet. Also quasi Sicherheitshebel nach innen. Wenn ich die Maschine jetzt leicht nach unten drücke und starte, dann fährt diese sofort nach links. Aber nur ganz, ganz leicht nach unten drücken. Moment, ich zeige es euch mal hier. Also nicht den hier machen, dann zieht es euch sofort weg, vor allem eine Highspeed-Maschine. Sondern ganz leicht nach unten. Und dann starten. Und schon ist diese Maschine zentriert. Also so wenig Druck wie möglich nach unten anbringen, also auf die Führungsstange. Sagen wir mal 5 mm und dann bleibt die Maschine auf einer Linie direkt stehen. Ich zeige es euch mal hier, meine Hände ganz leicht auf die Maschine gelegt und gestartet. Natürlich ist es ja so, dass sobald die Maschine gestartet ist, dass die Führungsstange bzw. die Griffe euch aus der Hand rutschen wollen. Das heißt, ihr müsst schon die Maschine festhalten. Also nochmal Hände auf die Maschine und starten. Das war's. Wenn ich die Maschine jetzt nach oben gezogen hätte, was eigentlich niemand macht, weil die Hände ja auch ein Gewicht haben, dann fährt sie nach rechts. Wenn ich zu viel nach unten drücke, fährt sie nach links. Der Trick ist einfach, ganz locker nach unten zu drücken. Minimal, vielleicht ja 200 Gramm Gewicht anbringen. Ich drücke es mal so aus. Und schon bleibt die Maschine an einer Stelle. Und ich drücke nach unten, sie fährt nach links. Ich ziehe nach oben, sie fährt nach rechts. Ich zeige euch mal hier so. Also nochmal hier. Ich hoffe, da sieht man. Ich ziehe nach oben, fährt nach rechts. Ziehe nach unten, fährt nach links. Ich muss das jetzt auch so machen, weil ich mich nicht in die Wand stellen kann. Und so funktioniert eine Einscheibenmaschine. Wichtig ist auch, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, grundreinigt, dass die Rollen immer im Trockenen bleibt und ihr euch quasi immer Richtung am Ende der Arbeit bzw. am Ende der Grundreinigung immer Richtung Ausgang bewegt und dort die Maschine dann so abstellt, dass wenn ihr den Stecker gezogen habt, die Maschine nach hinten kippen könnt und die Transportrollen sich im Trockenen befinden, dann den Treibteller abmontieren. So funktioniert eine Einscheibenmaschine. Ich hoffe, ich konnte es euch so ausführlich wie möglich erklären. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und ja, ich weiß, ich habe einen roten Pad auf dem Laminat. Das Laminat kommt eh raus. Deswegen macht euch mal da keine Sorgen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Dann sage ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bleibt sauber, ciao.